Zahlreiche Besucher lockte am Sonntag das Erdbeer- und Spargelfest in die Delmenhorster Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein begeisterten nicht nur musikalisch verschiedene Bands das Publikum. Auch kulinarisch hatte das Fest einiges zu bieten. Allem voran natürlich Erdbeeren, grüner und weißer Spargel in vielen verschiedenen Formen. Zum Beispiel als Bowl, roh oder auch als Eis. Das königliche Gemüse und die roten Früchte fanden auch bei den anwesenden Obsthändlern reißenden Absatz. Bei dem Fest beteiligten sich außerdem die Geschäfte in der Innenstadt mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Für Kinder gab es unter anderem ein Karussell oder Kinderschminken.